Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Und das ist die Kurzausgabe, das Speed-Tasting. Und ich habe hier einen roten Wein im Glas. Wie er dahin gekommen ist, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, Michi hat ihn mir eingeschenkt. Ja. Und dann jetzt ist es eine Pflicht und Schuldigkeit, uns darüber aufzuklären, also was sich dahinter verbirgt. Ja, ich muss noch mal kurz nachschauen wegen der Begründung. Ich weiß nicht, ihr alle, also ihr zwei nicht, aber ganz viele da draußen, glaube ich, kennen. Kennt ihr den größten und bekanntesten Supertasken? Habt ihr das Wort Supertasken gehört? Ja, das haben wir schon mal gehört. Das ist irgendwas aus. Richtig. Italien, Spanien. Sehr gut. Italien. Ja, genau. Italien. Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien. Genau. Hauptsache Spanien, genau. Italien. Ja, und da. Super Tusken, woher? Tusken, Super Tusken. Ja, das ist so. Toskana, siehst genau. Du? Und das waren Weine, die. Schlecht. So wie beide. Hallo. Ja, genau, ihr seid sehr gut drauf. Toskana, eigentlich Home of Sangiovese. Ja, und ja. Die Super Tuskens haben quasi Bordeaux-Rebsorten nach Italien gebracht. Und einer der allerersten war 1968 Sassicaia. Tenuta Sassicaia, schon mal gehört? Ja. Nee. Hat mit dem Jahrgang 2016 100 Punkte, genauso wie irgendwas aus den 80ern, ich glaube 85, der auch 100 Punkte bekommen hat. Das ist ein Wein, der liegt mittlerweile bei 500 Euro, der 2016er, sonst liegen die so bei 400. Das ist der absolute Top-Wein. Einer der ersten Super Tuskens. Tusken heißt aber, ist dann sozusagen die Bezeichnung für die Cabernet Merlot Rebsorten so. Weine aus der Toskana. Genau. Mhm. Sassicaia ist quasi der Topwein und dann gibt es den zweiten, Guidalberto, und dann gibt es einen Drittwein und den haben wir heute, ein eher Wein für jeden Tag, Ledifese heißt der Wein, kommt also von der Tenuta San Guido und die Tenuta San Guido ist das Weingut, das auch den Sassicaia macht. Also quasi ist es ein Baby-Sassicaia, ein kleiner Sassicaia, ein Sassicaia für jedermann. Und damit der kann besteht man posen, so, ne? Sassicaia, wenn wir das mal. Ja. Also ich schreibe zum Beispiel, wir haben den Wein auch auf der Karte, ich schreibe zum Beispiel die Fese, die Sassicaia. Was schreibt man dann, ne? Also man schreibt auch Le Volte di Ornellaia, dass man sagt, Le Volte kommt eben von Ornellaia und dann sagen viele, oh, ich nehme mal den Sassicaia und dann bringe ich den Wein für 400 irgendwas. Also, nee, den anderen. Ah, okay, den für deutlich weniger. Und wie viele sprechen das falsch aus? Niemand. Niemand? Nee. Alle können. Also Sassicaia können alle. Also ja? Ist eigentlich relativ. Sassicaia? Wie man das schreibt. Es hat ein C. Man könnte Sassicaia vielleicht, so wie Salsiccia sieht es ein bisschen aus. Ja. Tiganello wird oft falsch ausgesprochen. Da sagen oft so welche Tijanello zum Beispiel. Wie Giros. Ich habe einmal Giros mit Pommes. Es klingt irgendwie, glaube ich. Was ist denn das Peinlichste, was man machen kann? Also gibt es irgendwelche Klassiker, was man irgendwie falsch ausspricht und wo du dann ein Zuwignan Blanc. Ja, sowas zum Beispiel. Zuwignan Blanc. Also was schon aussprechen weiß ich nicht. Was tatsächlich häufiger passiert ist, dass die Leute einen Weißwein haben wollen und einen Cabernet Sauvignon bestellen. Mhm. Das passiert schon relativ häufig, obwohl wir Weißwein und Rotwein klar haben. Weil sie denken, es ist Sauvignon Blanc. Genau, weil sie das Wort Sauvignon, wir nehmen den Sauvignon, dann sage ich, sie haben alle Fisch oder Spargel, die wissen schon, ah gut, danke für den Hinweis und so weiter. Ne? Mhm. Und sowas wird dann, es gibt glaube ich auch Weingüter aus Frankreich, die gar nicht bestellt werden, weil die Leute sich nicht drüber trauen, sie auszusprechen. Ah. Ja, da gibt es auch wirklich hier Zungenbrecher. Kriegen einen Champagner. Ja, Champagner ist glaube ich. Aber zum Beispiel sagen viele dann Dom Pérignon. Was ich nicht schlimm finde. Ja, finde ich auch nicht schlimm. Für die, die es noch nicht wissen, ihr schenkt das bei euch aus. Anselange, muss man immer sagen, ist so ein bisschen ein exklusiver Club, den Michael betreibt. Was ist denn? Der Nachname hätte da irgendwie gut reingepasst, irgendwie diese Sprechpause. Den Michael betreibt. Sehr gut. Ja. Das musst du nochmal sagen. Okay. Ja, nee, aber jetzt haben wir den Ledifese 2020 und in dem Fall ist das 70% Cabernet Sauvignon und 30% Sangiovese. Also die 30% haben diese klassische DNA aus der Toskana, wofür eben der Sangiovese steht, der in der Reinsortigkeit oft ein bisschen handig, ein bisschen grob, auch tanninig ist und wenig Spaß macht in der Jugend, da das aber vor allem Cabernet Sauvignon ist, kann man das also schon mal gut antrinken. Aber es hat was alkoholisch-petrolisches so ein bisschen bei mir gerade, Axel? Nee, finde ich nicht. Also es hat total was Fruchtiges, aber... Findest du? Oh, mir tut es richtig in der Nase ein bisschen weh. Tatsächlich echt, habe ich auch nicht so das Alkoholische. Ich bin bei dir eher, dass ich mir überlege, es ist gar nicht so dieses klassisch rote Beeren, rote Früchte, sondern so ein bisschen so blumiger. Also weiß ich nicht, ich habe jetzt an Bergamotte gedacht oder so. Also irgendwas wirklich...
sehr, sehr blumig, blütig. Wie heißt dieses, was man auch immer aufkocht, dieses Blaue? Wenn man eine Erkältung hat. Holunder. Nicht Holunder? Nee, stimmt. Schlehensaft oder sowas. Nein, anders. Wie heißt das andere? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Ganz toll. Schmeckt ganz toll. Ich hab's vergessen. Schmeckt toll? Ja. Blau? Crystal Meth. Das kommt. Okay, nicht witzig. Also der Wein reift 12 Monate in gebrauchten Barriques. Das heißt, das ist jetzt gar nicht im Vordergrund das Holz. Das merkt man auch, hat keine Süße, keine Vanilligkeit oder so. Bisschen Vanille, oder? Ja, aber echt nicht. Bisschen? Jetzt, also wenn du mich gefoltert hättest, dann hätte ich mich dazu hinreißen lassen, dass es schon irgendwie so eine vanillige Kirsche oder sowas. Kirsche habe ich auch. Sowas. Bei Kirsche bin ich komplett bei dir, aber eher so eine sehr saftige, eingemeischte Kirschgrütze vielleicht, durch dieses Säuerliche, das am Gaumen auch ist. Aber so ein bisschen Vanille, oder? Bisschen Vanille, Zimt, oder ist es, weil ich jetzt schon in Vorweihnachtsstimmung bin? Ist Kirschgrütze nicht automatisch irgendwie vanillig? Also wenn wir jetzt sagen. Vielleicht, so, ja, vielleicht, ja. Aber für mich ist, ich will es auf die Grütze, stimmt, bin ich bei dir. Wobei ich eher dieses Säuerliche meine, auch für die Grütze, ne? Okay. Also riecht auf jeden Fall super. Du merkst schon so ein bisschen das Tannin, ne? Dieses, das zusammenzieht. Das ist aber auch vor allem. Aber meine Zunge ist jetzt gleich so ein bisschen betäubt, so ein bisschen. Kannst du jetzt eine Zungensäuberung machen? Ja. 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 Krallt sich schon rein, ne? Was meinst du, Jan? Ist so ein bisschen so, also ist jetzt kein leichter Freund, wenn man sagt, man ein schöner Einstiegswein, jetzt Rotwein. Ja, so, wie die meisten italienischen Weine, sehr gut zum Essen geeignet, aufgrund dieser Säure. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp oder Geschenk, wenn man jemandem was schenken möchte. Den man nicht so gern mag. Das wichtig ist mit den Namen auch, mit den Marken. Und ich finde auch, ehrlicherweise, in der nächsten Woche habe ich auch nochmal so einen Wein mitgebracht, wo ich denke, diese großen Weine, diese Markenweine, die man sehr, sehr gut kennt, manchmal denkt man, brauche ich gar nicht mal probieren, weil es ist nur eine Marke, sollte man zwischendurch auch schon mal probieren, weil die sind auch wirklich gut. Ne? Und immer und erst wenn man sie probiert hat, darf man sich ein Urteil bilden und nicht sagen, brauchst du nicht haben, habe ich alles schon. Ich habe vor kurzem Baron de L probiert, ein sehr bekannter Parfümeur von der Loire, von Baron La Doucette, wirklich, wirklich teuer, über 100 Euro und hat mir echt gut geschmeckt. Und ich hätte gedacht, so braucht keiner. Du habe ich neu probiert, wirklich teuer, wirklich sehr, sehr exklusiv, wirklich sehr, sehr gut und hat mir ganz gut geschmeckt. Ja. Wirklich sehr, sehr gut. Ja, erstaunlich. Was war damals noch der Chateau Petrus, den wir getrunken haben? Welche Jahrgang war das? Nee, Petrus hatten wir noch nie. Natürlich. Das war Redigaffi und die Reste. Nein, Lafitte oder so. Lafitte hatten wir? Nein, Lafitte, ja. Kein Petrus hatten wir noch nicht? Ja. Doch, wir hatten doch Petrus. Das wird auch falsch ausgesprochen übrigens. Das Petrus? Petrus sagen. Petrus? Ja. Petrus? Ja. Okay, und Petrus sagt keiner? Oder? Petrus sagen eher wenigsten. Die sagen ja, wieso regnet es heute? Sprich mal mit Petrus. Aber wird doch so geschrieben. Also wird so geschrieben. Ja. Also Leute, noch 2 Minuten. Kommen wir in die... Oh, das wird jetzt. Da brauche ich ja gar nicht beide Hände zur Bewertung. Nein. Böse. Ich glaube, dass du kein objektiver Bewerter bist, weil du Rieslinge immer höher bewertest. Nee, das stimmt nicht. Magst, nein, das stimmt nicht. Andere Weine. Ich bin auch abgegangen damals bei dem, wie hieß nochmal, was, dieser Rotwein? Welcher? Den wir hatten, den für 300 Euro. Achso, Redigaffi. Redigaffi. Fand ich mega. Ja, 300 Euro gehst du ab. Ne? Nein, aber den fand ich mega. Und den Lafitte hatten wir, ne? Okay, Leute. Ihr macht es euch? Ja. also was kostet der? Nee, hinterher sagen. Das hat das letzte Mal den Preis versaut. Ja. Also, 3, 2, 1, go. Bam. 8, 5, 6. Ja. 8 und 6 sind 14. 19. Oh, da sind wir jetzt aber weit auseinander. Letztes Mal waren wir, ich kann ja mal als niedrigster anfangen. Natürlich habe ich jetzt aus den letzten Speed-Tasting immer dieses Wow-Effekt, den ich erwarte. Und das hatte ich hier halt gar nicht. Ich hatte nicht diesen Wow-Effekt. Ich finde, es kann kein schlechter Wein, also für mich jetzt, stimmt, das kann ich gar nicht sagen. Ein Wein, der mir so mittelmäßig gut schmeckt. Deshalb 5 Punkte. Hm. Ja, sehe ich so ähnlich. Aber ich bin halt netter als Lars und deswegen 6 Punkte. Ein Nettigkeitspunkt, ja. Ja, ich habe 8 Punkte gegeben, weil ich den Wein auch schon lange verkoste. So gut hat er mir noch nie geschmeckt wie der Jahrgang 2020, Ledifese. Auch sehr, relativ hoch bewertet, glaube ich, mit 93 Parker, was schon nicht so schlecht ist. Aber der Wein kostet tatsächlich 24,90. Also der wird bei uns auf der Weinkarte schon 60 Euro kosten. Das ist jetzt schon auch nicht ganz so wenig. Und dennoch ist es, finde ich, muss man Weine haben, wo man sagt, das ist eine Bank, da gehe ich auf Nummer sicher. Also es wird immer funktionieren und die holt ab,
die Leute, die Markentrinker und auch die, die auf den Inhalt achten. Und das ist toll, wenn das beides ist. Nicht nur quasi, ich habe einen großen Brand, ja. Wobei man vielleicht sagen könnte, wieso habt ihr nicht den großen Bruder? Hallo, ich bin hier nicht wichtig genug. 3, 2, 1, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Exklusiv für alle Fans der 4 Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.